So, hier haben wir eine thermoelektrische Modelleisenbahn. Die wird angetrieben von einem Thermoelement, das sitzt hier in der Lokomotive, und einem Teelicht, das das Thermoelement beheizt. Und sobald das Thermoelement heiß wird, setzt sich die Lokomotive in Bewegung und beginnt zu fahren. Und zwar so lange, bis das Teelicht ausgebrannt ist. Die ganze Eisenbahn besteht hauptsächlich aus Offset-Druckplatten, die Gleise auch, und aus Aluminiumdrehteilen. Da kommt sie wieder. Das Thermoelement ist aus einer alten Kühlbox ausgebaut. Ja, und so kann die jetzt noch 3 Stunden weiterfahren. Aber das kann sich jeder